So Leute, ich war mit meinem Kanu am Fluss, denn jemand hat gesagt, man macht das so. Das letzte Mal habe ich mein Kanu fälschlicherweise auf einer Wiese benutzt. Voller Vorfreude fahre ich runter und BAM! BAM! Abflug! Hier in der Zeitlupe kann man schön sehen, ich habe alles unter Kontrolle, nur meine Mütze nicht mehr. Ansonsten sieht das wirklich sauber aus. Jedenfalls halbwegs. Außerdem halte ich deutschlandweit jeden Geschwindigkeitsrekord mit dem Kanu. Zurück zum Fluss, wo ich erstmal ein paar gute Techniktipps verteile. Eine kurze Erklärung, wie ich ins Boot springen will und BAM! Irgendwie ist das schiefgegangen, keine Ahnung warum. Jedenfalls war mir das zu langweilig und ich bin Richtung Surferwelle gefahren. Ich habe alles im Griff. Alles ist gut. Achtung, Rückenlage, BATS! Wow. Hier kann man sehen, ich versuche im letzten Moment noch den Schlappen auf mein Ruder zu stecken, damit jeder mich sehen kann. Hat so semi geklappt. Schrecken liegt in der Luft, denn Paul ist weg. Doch, da bin ich wieder und ich weiß ja schon, woran es gelegen hatte. Das hat nicht ganz geklappt. Das lag nur daran, dass mein Kanu nicht richtig aufgepumpt war. Deswegen muss ich mir nochmal überlegen, ob ich mich überhaupt mit Reinhard Messler messen kann.